Dann ganz herzlich willkommen zum 93. Netzpolitischen Abend hier auf der Seabase. Es gibt wieder einen Hashtag und wie immer lautet es NPA, jetzt mit den Nummern 093. Fragen werden ausschließlich über diesen Hashtag aufgenommen. Das bedeutet, fragt fleißig nach, aber diese Nummer nicht vergessen. Und wir haben heute zwei Programmpunkte, beide zum Thema Corona. Erstes mit Rainer Mühlhoff, Rainer Rehak und dann noch Kirsten Bock, die zugeschaltet wird aus Kiel. Datenschutz-Folgeabschätzung für Corona-Apps und danach noch Julia Kläuber und Elisa Lindinger aus der Krise lernen, digitale Zivilgesellschaft. Dann schalte ich mal schnell um. So. Also, herzlich willkommen. Wir sind Kirsten Bock, Rainer Mühlhoff und ich bin Rainer Rehak und wir werden jetzt über die Datenschutzfolgeabschätzung für die Corona-App sprechen. Die haben wir zu sechst erstellt, und zwar vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Die Autorinnen lese ich jetzt mal nicht vor. Jedenfalls sind wir alle WissenschaftlerInnen und DatenschützerInnen aus verschiedenen Hintergründen. Wir sind tätig in Datenschutzaufsichtsbehörden Deutschland und EU, kommen aus Forschungsinstituten oder Universitäten und arbeiten alle zum Thema Datenschutz. Und dann gehen wir jetzt mal zum Inhalt. Und zwar werden wir ein bisschen was zum Hintergrund der Datenschutzfolgeabschätzung sagen. Dann überhaupt, was ist denn eine Datenschutzfolgeabschätzung? Dann die Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben. Und dann Forderungen und Empfehlungen, die wir daraus ableiten. Und los geht's. Ja, genau. Nur ganz kurz, um zu sagen, wovon wir hier eigentlich reden. Also es geht um Corona-Apps. Das ist ein Contact-Tracing-System, um die Infektionsketten von Corona-Infizierten nachzuverfolgen. Damit ist auch schon gesagt, es geht um ein Datenverarbeitungssystem, dessen Zweck genau darin besteht, die potenziell exponierten NutzerInnen zu informieren. Das heißt, wer potenziell in Kontakt mit einem Infizierten geraten ist, der soll darüber informiert werden können. In der europäischen Diskussion hat sich relativ schnell Bluetooth Low Energy als technisches Mittel durchgesetzt, um das zu machen. Das steht im Kontrast zu zum Beispiel der Nutzung von GPS-Daten oder Funkzellendaten und so weiter, die vor allem Nachteile haben, nämlich viel weniger genau zu sein, aber vor allem auch viel zu viele Daten zu erheben. Also zum Beispiel GPS-Daten würden ja erfassen, wo man war, obwohl man das gar nicht braucht, denn es geht ja nur darum zu erfassen, wen man getroffen hat. Diese Verfahren funktionieren so, dass die Handys, die diese Apps nutzen, temporäre Identifier aussenden. Also jedes Handy generiert dann alle paar Minuten eine neue Zufallszahl und die wird gebroadcastet über Bluetooth Low Energy Beacons. Und alle anderen Apps, die sich in 2 Meter oder weniger Nähe dazu befinden, die empfangen potenziell die Beacons, die man selber aussendet und können die sich dann abspeichern. So macht also die App die ganze Zeit 2 Sachen. Sie sendet die eigenen Beacons aus und sie ist ständig auf Empfang und lauert auf Beacons, die daherkommen und speichert diese ab. Und wenn man dann positiv getestet wird, so die Idee, dann kann man seine eigenen Beacons, die man verwendet hat, publizieren, veröffentlichen, sodass alle anderen App-NutzerInnen, die sich runterladen können, und dann checken können, ob sie die Beacons von einer infizierten Person irgendwann mal aufgelesen haben, also gesehen haben, also mit dieser Person in einer Nähe von weniger als 2 Metern waren. Das ist die Idee. Die meisten haben ja auch mitbekommen, dass es dafür verschiedene Ansätze gibt, die da diskutiert werden. Es gibt verschiedene Projekte. Die populärsten bei uns im europäischen Kontext sind wahrscheinlich PEPPT, also das Pan-Europäische Privacy Preserving Proximity Tracing und DP3T, das Decentralized Privacy Preserving Proximity Tracing. Die wichtigste Debatte, die wir in den letzten Wochen hatten, ist zentrale Architektur oder dezentrale Architektur. Das ist ein entscheidender Punkt in der zentralen Architektur. Da werden die eigenen Identifier, die man aussendet, von einem Server vergeben. Und wenn man infiziert ist, lädt man seine gesamten Kontakte hoch, während man in der dezentralen Architektur all diese Informationen nur lokal auf dem eigenen Handy behält, sodass der Server also nicht mitlesen kann, wen die infizierten Menschen getroffen haben.
Nee, jetzt. Könnt ihr mich hören? Hallo? Ja, dann stellt sich die Frage natürlich, was ist eigentlich eine Datenschutzfolgenabschätzung, die wir ja durchgeführt haben? Das ist zunächst mal eine methodische Analyse der Verarbeitung, die dem Zweck dient, den Verantwortlichen eigentlich erst in die Lage zu versetzen, die Datenverarbeitung auch zu kontrollieren. Die Verantwortliche, die soll wissen, was sie tut. Sie soll sich das vorher überlegen, also was mache ich? Und sie soll sich fragen, entstehen aus dieser Verarbeitung Risiken für die Betroffenen, für deren Rechte und Freiheiten? Und wie kann die Verantwortliche diese Risiken abmildern? Wie kann sie kontrollieren? Und welche technischen und organisatorischen Maßnahmen setzt sie dafür ein? Im Grunde genommen muss eigentlich jede Verantwortliche eine DSFA, so eine Datenschutzfolgenabschätzung, durchführen. Also zunächst mal eine kleine, nämlich um festzustellen, ob ihre Datenverarbeitung ein hohes Risiko birgt. Und wenn das der Fall ist, dann muss sie so eine methodisch-systematische DSFA durchführen. In dem Fall der Corona-Apps hätte es eigentlich nahegelegen, dass der Gesetzgeber so eine Datenschutzfolgenabschätzung durchführt, um zu klären, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen. Oder aber die Verantwortliche, also Betreiberin zum Beispiel des RKI, hätte sowas durchführen müssen. Das ist in diesem Fall nicht passiert. Und darum haben wir schon mal angefangen und mal aufgezeigt, was da eigentlich reingehört, weil in der gesamten Diskussion einfach so viele Informationen auch durch die Gegend schwirrten und so viele Fragezeichen waren, dass es auch an der Zeit war, mal zu klären, also unter welchen Bedingungen bestehen eigentlich welche Risiken und was ist dann zu tun. Ja, und aus dieser Datenschutzfolgenabschätzung haben wir eine ganze Reihe von Erkenntnissen gewonnen. So, dann werden wir jetzt mal ein paar Highlights, also nicht alle, wer alle Erkenntnisse von uns erfahren möchte, kann dann gerne ins Dokument reingucken, aber wir werden jetzt ein paar Mal unterstreichend nennen. Und zwar die erste Erkenntnis aus unserer Analyse war, das System ist nicht anonym und auch, man kann es sogar auch nicht pseudonym nennen, so wie es in der Diskussion ist, sondern es verarbeitet personenbezogene Daten. Was heißt das? Naja, wenn diese Geräte jeweils aussenden, mein Identifier, dann ist der vielleicht für die Leute um mich rum nicht auf mich zurückverfolgbar, wenn sie die empfangen. Aber wenn mir jemand mein Handy klaut oder ich in einer polizeilichen Untersuchung das abgeben muss oder jemand wie auch immer Zugriff auf mein Handy hat, dann kann natürlich die ausgesendeten Daten davon sozusagen ausgelesen werden und dann auf mich zurückverfolgt werden, weil es ja mein Telefon ist. Ne? Das heißt, die Grundlage ist erstmal, das ist kein anonymes System und bei der Pseudonymität kann man sogar sich die Frage stellen, von wem, an welchem Moment da gerade was pseudonym ist, aber es ist auf alle Fälle eine Verarbeitung personenbezogener Daten. Das heißt ganz klar, dass dieses Verfahren an sich unter den Geltungsbereich der DSGVO fällt. Das heißt, Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Und ein nächster Punkt, der uns aufgefallen ist, das System geht sogar noch weiter und es verarbeitet Gesundheitsdaten, was quasi eine besondere Kategorie von Daten besonders schützenswert darstellt laut DSGVO. Und zwar in dem Moment, wo ich infiziert werde als Userin, werde ich ja meine eigenen Identifier, ausgesendeten Identifier auf den Server hochladen. Das heißt, in dem Moment ist dem Server erstmal völlig klar, wenn mir jemand IDs zuschickt, dann kommen die von einer Person, die infiziert war. Das heißt also, diese Daten sind in dem Moment, wo sie hochgeladen werden, auch wenn es die gleichen Stückchen Daten sind wie die, die ich vorher ausgesendet habe, wenn ich die Straße lang laufe, werden die zu Gesundheitsdaten. Das heißt also, und wie man das zurückverfolgen könnte, wenn ich als Server sehe, von der IP-Adresse kommt, was kann ich natürlich dann möglicherweise die IP-Adresse über die ISPs abfragen und so weiter, ne? Ob das dann rechtlich erlaubt ist oder nicht, aber es ist auf alle Fälle möglich. Und weil diese Gesundheitsdaten eben besonders schützenswert sind, ist eben ein Anonymisierungsvorgang, wo wir nachher noch kurz drauf eingehen, muss der sehr, sehr gut abgesichert sein, damit dann eben die Daten, die auf dem Server liegen, eben diesen Personenbezug nicht mehr haben. Okay, dann kommen wir jetzt weiter zu den nächsten Erkenntnissen wieder bei Kirsten. Ja, und weil wir eben im Datenschutzrecht sind, heißt das auch, dass wir eine Rechtfertigung brauchen. Wir brauchen eine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung.
Und die Datenschutzgrundverordnung gibt dann Kanon an Rechtsgrundlagen vor, genau 6. Und die erste Rechtsgrundlage, die einem da ins Auge springt, ist die Einwilligung. So ist das derzeit ja auch geplant. Was bei uns in der Analyse rausgekommen ist, ist, dass die datenschutzrechtliche Einwilligung nicht die richtige Rechtsgrundlage ist, um die freiwillige Nutzung einer App zu rechtfertigen. Weil einfach die Bedingungen der Einwilligung in dieser Situation gar nicht vorliegen. Wir wissen das alle. Wir wollen eigentlich raus aus dieser Beschränkungssituation. Wir wollen, dass das normale Leben wieder weitestgehend einkehrt für uns alle. Und die App wird da als Heilsbringer gehandelt. Und es entsteht dadurch bei fast allen das Gefühl, also wenn ich diese App nutze, wenn möglichst viele Menschen diese App nutzen, dann können wir auch endlich wieder raus. Dann können wir unser Leben weiter normal führen. Und das ist einer der wesentlichen Gründe, warum die Nutzung der App eigentlich nicht freiwillig ist. Weil man sich diesem sozialen Druck, wenn man sie nämlich nicht nutzt, gar nicht entziehen kann. Und die Grundverordnung gibt auch noch andere Möglichkeiten, diese Verarbeitung, die in der App erfolgen, zu rechtfertigen. Und die Rechtsgrundlage, die für uns da als passendste erscheint, ist die Rechtsgrundlage, das gesetzlich zu regeln. Also ein Gesetz, das einer Institution die Aufgabe gibt, so eine App zu betreiben und da in diesem Gesetz die Bedingungen der Nutzung und die Art der Datenverarbeitung zu regeln. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit auch, um Missbrauch der App auszuschließen. Ja, wir haben einen dritten Block von Erkenntnissen, den wir hier kurz präsentieren möchten, nämlich auch die dezentrale Variante der App birgt Datenschutzrisiken. Es war ja ein großer Erfolg, dass der zivilgesellschaftlichen Debatte, an der unter anderem unser Beitrag, aber auch der Chaos Computer Club und andere Organisationen mitgewirkt haben, dass die Bundesregierung vor anderthalb Wochen ihren Plan fallen lassen hat, eine zentrale Architektur zu wählen, wo sowohl die Identifier, die man aussendet, von einem zentralen Server vergeben werden, als auch die Kontakte infizierter Menschen auf diesen zentralen Server hochgeladen werden. Stattdessen wurde sich dann jetzt für eine sogenannte dezentrale Lösung ausgesprochen, wo die Kontaktinformationen nur auf den einzelnen Handys verbleiben. Entscheidend ist aber, dass die Debatte um den Datenschutz damit keineswegs zu Ende ist, auch wenn das ein wirklich wichtiger Schritt war. Unsere Datenschutzfolgenabschätzung weist verschiedene Risiken aus, die auch auf die dezentrale Architektur zutreffen. Und wir wollten hier zwei exemplarische herausgreifen, mit denen auch verschiedene Risikobereiche so ein bisschen umrissen werden. Das erste Beispiel ist eher gesellschaftlicher und politischer Natur, nämlich dass, wo so eine Tracing-Infrastruktur gebaut wird, wenn die einmal da ist, dann können sich leicht weitere sekundäre Nutzungsmöglichkeiten daran anschließen. Also man kann daran denken, dass man die App als Passierschein mit einer Passierscheinfunktion belegen wird. Dass ich also zum Beispiel in ein bestimmtes Gebäude nur rein kann, wenn ich am Eingang die App vorzeige und vorzeige, dass die App sagt, dass ich keinem Risiko ausgesetzt war. Man kann sich da gut vorstellen, dass das auch von privaten Akteuren, zum Beispiel von Arbeitgebern, implementiert wird. Man lässt dich in das Gebäude nur rein, wenn du diese App vorzeigst oder ähnliches. Eine andere vorstellbare und auch längst in die Debatte ja eingebrachte Variante von sekundären Zwecken wäre sowas wie eine Quarantäneüberwachung oder gar sowas wie ein Infektionspass, den man an die App anschließen könnte. Das wären dann also staatliche weitere Nutzungszwecke, weitere Zwecke dieser Datenverarbeitung, die aber eigentlich nicht in dem ursprünglichen Zweck mit eingeplant waren. Und man kann sich sogar auch vorstellen, dass Strafverfolgungsbehörden ein Interesse an diesen Daten haben, denn man kann damit natürlich, wenn man weiß, wer mit wem in Kontakt ist, kann man gut natürlich die Umfelder von Menschen ausleuchten, gegen die man vielleicht ermittelt. Ein zweites Beispiel, das wir kurz nennen wollten, das betrifft die Rolle der Plattformunternehmen. Denn die Apps laufen ja auf Apple- und Google-Betriebssystemen. Das heißt, dass man denen zu einem sehr großen Maße auch vertrauen muss. Zum Beispiel wurde, um nur eine mögliche Attacke zu nennen, 2018 wurde bekannt, dass Android-Systeme, wenn man Location History
aktiviert hat und gleichzeitig die High Accuracy Location. Das ist, glaube ich, eine Standardkonfiguration, die bei sehr, sehr vielen Handys anzutreffen ist. Wenn man diese beiden Einstellungen aktiviert hat, dann haben im Jahr 2018 hat jemand nachgewiesen, dass Android-Systeme alle Bluetooth-Beacons, die so ein Handy empfängt, an einen Google-Server weiterleiten. Denn auf dem Google-Server wird dann aus solchen Bluetooth-Beacons oder Access-Points, die in der Nähe sind, eine Location-Information ausgerechnet und dann das Handy zurückgeschickt. Das Ganze funktioniert sogar, also diese Weiterleitung erfolgt sogar, wenn man das Bluetooth-Modul des Android-Handys ausgeschaltet hat. Wenn diese Funktion auch die Beacons von der Corona-App weiterleitet, was sehr wahrscheinlich oder zumindest absolut nicht ausgeschlossen ist, denn die Idee ist, glaube ich, dass sie alle weiterleitet, um daraus möglichst genaue Positionsinformationen zu gewinnen. Wenn also Android-Systeme alle Bluetooth-Beacons, die sie empfangen, weiterleiten, dann werden ja insbesondere auch die Beacons weitergeleitet, die andere NutzerInnen der Corona-App aussenden und die ich als Android-Nutzer vielleicht empfange. Der Witz ist, dass damit der Google-Server meine Kontaktereignisse zu Corona-App-NutzerInnen registrieren kann, obwohl ich vielleicht selber die Corona-App gar nicht installiert habe auf meinem System. Denn diese Funktion von Android, die ist ja nicht davon abhängig, dass ich die App installiert habe. Das heißt, der Google-Server, der könnte die Kontaktereignisse von einer Vielzahl von NutzerInnen aufzeichnen, die überhaupt nichts darüber wissen oder vielleicht nicht mal diese App benutzen wollen. Und wenn dann natürlich eine Person infiziert ist, die App nutzt und ihre Beacons veröffentlicht, also ihre IDs veröffentlicht, dann kann der Google-Server auch das Matching machen. Das heißt, die können dann auch flächendeckend ermitteln, wer exponiert war. Und wohl bemerkt, das ist keine Attacke auf eine Einzelperson, sondern das ist etwas, was theoretisch flächendeckend möglich ist, weil ja standardmäßig von allen Android-Handys, die diese Konfiguration haben, und das werden einige Millionen, wenn nicht vielleicht Milliarden sein, diese Daten ausgelesen werden. Das nur als zwei Beispiele für die vielen Erkenntnisse, die wir hatten und die wir in unserem Dokument, das öffentlich zugänglich ist, aufgeführt werden. Es lohnt sich, einen Blick da rein zu werfen, um noch alle weiteren Risiken, auf die wir gekommen sind, nachlesen zu können. Wir wollen jetzt dazu übergehen, über unsere Forderungen, Schlussfolgern zu sprechen. Wir haben auch hier drei Blocks vorbereitet. Der erste Block ist ganz grundsätzlich eine Besinnung darauf, dass Datenschutz mehr ist als Privacy. In der Privacy-Debatte wird das ganze Problem oft darauf verengt, dass man gegenüber den anderen NutzerInnen der App anonym ist. Also, dass irgendwie, wenn die Person, die mir im Zug gegenüber sitzt, deren Identifier ich aufgreife, dass ich da nicht in der Lage sein soll, rauszufinden, wer diese Person ist. Das ist natürlich richtig, das ist ein Anliegen, aber Anonymität ist nicht nur Anonymität vor anderen Usern und Anonymität ist auch gar nicht alles. In der alternative zentrale versus dezentrale Variante kam dann als sozusagen zweites Level die Frage ins Spiel, ob man auch gegenüber den BetreiberInnen anonym ist. Denn in der dezentralen Variante ist man das zumindest deutlich mehr oder deutlich wahrscheinlicher. Es hängt immer noch vom Verfahren ab, als in der zentralen Variante. Da ist man es per Design quasi nicht. Aber auch damit ist noch nicht der Datenschutz erschöpft, denn Datenschutz ist mehr als der Schutz der eigenen Anonymität oder der eigenen vermeintlichen Anonymität. Denn wie Sie sehen, gibt es gravierende Risiken, die eher gesellschaftliche Risiken sind, wenn zum Beispiel Arbeitgeber eine solche App als Passierschein oder Zutrittskriterium benutzen, dann ist das ein ganz anderer, anders gelagerter Effekt, der auch noch mit anderen gesellschaftlichen Akteuren, die sich da vielleicht draufsetzen und das auch nutzen wollen, zusammenhängt und kein Risiko, das sich auf Privacy herunterbrechen lässt. Insbesondere ist in der Datenschutzperspektive immer eine der primären Risikoquellen sind die Verantwortlichen und die Betreiber der Datenverarbeitung selbst. Das heißt, wir müssen auch über Risiken sprechen, die von den BetreiberInnen ausgehen und dann letztlich auch politische Risiken sein können. Zum Beispiel, weil die Politik sich nachträglich entscheidet, weitere Zwecke zu definieren, die dann hinzugezogen werden und für die diese Daten verwendet werden. Es wäre auch nicht der erste Moment in der Geschichte, wo für einen vermeintlich harmlosen Zweck erhobene gesundheits- oder personenbezogene Daten später für gravierende, vielleicht sogar tödliche Zwecke nachgenutzt werden. Und außerdem, dritter Punkt, plädieren wir dafür, die Rolle der Plattformen Apple und Google deutlich
genauer in den Blick zu nehmen und vor allem den gesamten Prozess über kritisch zu begleiten. Paradoxerweise stehen ja Google und Apple jetzt irgendwie so ein bisschen als Privacy-Helden da, weil sie gegen Staaten, die die zentrale Lösung bevorzugen, durchgesetzt haben, dass ihre Plattformen aber leider nur die dezentralen unterstützen werden. Das ist interessant. Es wurde sogar besonders absurd von Politikern in Deutschland ja gesagt, dass es da bei der Entscheidung zentral versus dezentral darum geht, ob man der Regierung die Daten eher anvertraut oder Google. Das sind natürlich beides völlig verfehlte Framings, denn den Plattformen muss man auf jeden Fall vertrauen, in beiden Fällen. Und dass man das einfach so tut, das ist ein gravierender Schritt, wie wir ja vorhin auch schon versucht haben, mit dieser einen Attacke aufzuzeigen. Ja, wir sind zu einigen Forderungen gekommen, die wir hier jetzt die drei wichtigsten davon einmal vorstellen möchten. Die erste habt ihr ja gerade schon gehört. Das nächste ist, dass das Ganze gesetzlich geregelt werden muss. Also wir sind für eine gesetzliche Regelung, weil die Einwilligung als Rechtsgrundlage nicht trägt, weil wir auch der Auffassung sind, dass die Bedingungen der Verarbeitung nicht von privaten Unternehmen vorgegeben werden können und auch nicht sollen, sondern weil die Unternehmen halt auch immer ihre eigenen Zwecke verfolgen. Und wer anderes als der demokratisch legitimierte Gesetzgeber sollte die Regeln für so eine Datenverarbeitung denn auch vorgeben? Also bleibt nur der Gesetzgeber, der sich hier seiner Verantwortung auch nicht entziehen sollte, was er bislang eben tut. Und in so einer gesetzlichen Regelung sollte geregelt werden, was darf die App? Was kann die App? Also was kann sie technisch? Und welche Nebenzwecke sind absolut auszuschließen? Wir haben schon gehört, so eine App kann man vielfältig auch in anderen Bereichen als zu dem für sie vorgesehenen Zweck, nämlich der Kontaktverfolgung, nutzen, nämlich zum Beispiel für Einlasskontrollen. Wir haben schon gehört, dass einige Arbeitgeber die Nutzung der App verpflichtend vorsehen wollen für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das sind alles Zwecke, die auch einer freiwilligen Nutzung entgegenstehen. Und darum glauben wir, dass eine freiwillige Nutzung gesetzlich zu regeln ist, also das Ob und Wie der Nutzung so einer Corona-App. Genau. So, dann kommen wir zur dritten Forderung. Und zwar, wenn wir uns diese Systeme anschauen, insbesondere bei der Corona-App in der dezentralen Ausgestaltung, wir brauchen effektive Schutzmaßnahmen. Das heißt also, es geht nicht darum, wie man es aktuell jetzt in der Diskussion ab und zu hört, dass wir einfach irgendwie bei dem Upload zum Beispiel, dass der Server einfach keine Logs anlegt und fertig. Wenn wir uns daran erinnern, dass im Datenschutz die Hauptangreiferin die Betreiberin oder die Verantwortliche ist, dann können wir eben nicht sagen, die Verantwortliche soll sozusagen einfach nicht loggen, damit wäre das erledigt. Im Datenschutz würde man sagen, es braucht rechtliche, organisatorische und technische Maßnahmen. Und am Beispiel dieses Upload-Vorgangs wollen wir das jetzt ganz kurz mal so umreißen, wie sowas aussehen könnte. Denn wir erinnern uns, wir haben hier ein gesellschaftliches Großexperiment zur digitalen Verhaltenserfassung unter staatlicher Aufsicht. Das heißt, wir müssen wirklich viele Schutzmaßnahmen einziehen. Das heißt, rechtlich, organisatorisch und technisch. Rechtlich heißt es, die Betreiberin des ganzen Systems sollte eine unabhängige Stelle sein. Das heißt, die Verantwortliche ist das RKI. Das RKI sollte selber den Server nicht betreiben, weil das RKI selber ein Interesse an den Daten hat. Das heißt, die Betreiberin sollte eine unabhängige Stelle sein und auch rechtlich geschützt werden, davor Daten an Sicherheitsbehörden rauszugeben. Organisatorisch sollte man sowas machen, wie dass die Verantwortliche strategische Maßnahmen ergreift. Das heißt, zum Beispiel beim Netzwerk dieses Systems sollte der Eingangsknoten selber von einem anderen Betreiber betrieben werden als der Server selber. Das heißt also, am Eingangsknoten
werden die IP-Adressen abgetrennt und dann werden die Daten erst an den Server übermittelt, wobei die nicht von der gleichen Stelle betrieben werden. Man kann auch überlegen, optional eine dritte Betreiberin, die quasi ein Mixnet betreibt zwischen der App und dem Eingangsknoten. Dann organisatorisch müssen die Betreiber sogar in ihren eigenen Organisationen durch Abteilungsstrukturen, Funktionstrennung und Rollenkonzepte dafür sorgen, dass nur Need-to-Know die kleinstmöglichen, aber für den Betrieb notwendigen Möglichkeiten da bestehen. Und dann kommt natürlich noch der technische Punkt, Mixnet habe ich schon angesprochen, aber das Logging muss dann irgendwie verunmöglicht werden oder Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichergestellt werden beim Upload dieser, wie ich gesagt habe, medizinischen Daten. Und so heißt es, dass ganz zum Schluss von der App aus die IDs hochgeladen werden und was beim Server zum Schluss ankommt, sind nur noch, wir haben sie infektionsanzeigende Daten ohne Personenbezug genannt, sind tatsächlich nur noch diese Bits, die ausgesendet worden sind und auf dem Weg dahin ist der Personenbezug abgetrennt worden. Und jetzt kann man das nicht einfach nur sagen, so machen wir das, sondern das Ganze muss mit einem Datenschutzmanagementsystem auch kontinuierlich prüfbar sein. Eben nicht hinfrickeln, sondern jederzeit muss eine Datenschutzaufsichtsbehörde hingehen und sich dann sozusagen angucken, dass das Ganze kontinuierlich funktioniert und funktioniert hat. Das ist das Level an Sicherheit, was wir da brauchen im Sinne des Datenschutzes. Okay, dann abschließend an diesem Beispiel hoffen wir, so ein bisschen gezeigt zu haben, dass solche DSFAs bei gerade solchen großen problematischen Anwendungen, dass die öffentlich sein müssen. Das ist rechtlich im Moment noch nicht geboten. Das ist auf alle Fälle eine Forderung, weil ansonsten, wie kann man so eine riesengroßen Verfahren, aber auch bei kleineren Verfahren, wie kann man die gesellschaftlich diskutieren, wenn alle Player ihre eigenen Interessen haben, dann muss man natürlich so eine Sachen sozusagen unabhängig und in der Tiefe diskutieren können. Und das geht eben nur, wenn sie öffentlich sind und auch vorher gemacht werden. Nicht, wenn das Ding schon läuft. Und dieser Punkt, diese DSFA zu veröffentlichen, ist unserer Ansicht nach auch mindestens so relevant wie die Offenlegung der Software, zum Beispiel als freie Software, oder die Offenlegung von bestimmten Daten in anderen, ne, bei Corona-Apps jetzt nicht. Aber dieser Punkt auf dieser Flughöhe, wo Interessen analysiert werden, Zwecke ausdiskutiert werden und so weiter, das ist unbedingt eine Forderung. Und der letzte Erkenntnis ist so ein bisschen, oder letzte Warnung ist vielleicht zu sagen, selbst wenn wir das jetzt irgendwie etablieren können, dass diese Art von Reflexion auch veröffentlicht werden muss, sollte man warnen davor, dass jetzt so Marketing-DSFAs entstehen, die so ein bisschen wie Corporate Social Responsibility und jetzt gleich noch den Datenschutz mit dazu und dann sieht man so, die sehen alle gleich aus. Deswegen wünschen wir uns so ein bisschen, oder das ist ein bisschen unser Ziel gewesen, diese DSFA, die wir da angefertigt haben, vielleicht sogar ein bisschen als Muster zu etablieren und so eine Grenze einzuziehen, unter der man eben nicht wieder zurückfallen sollte, wenn man tatsächlich für gesellschaftlich relevante, also grundrechtsrelevante Anwendungen so eine DSFA macht. Okay, das war soweit. Hier findet ihr das Dokument. Ihr könnt auch bei GitHub kommentieren und uns kontaktieren über die E-Mail-Adresse angezeigt. Ansonsten online findet ihr die auch im Volltext in Deutsch, Volltext in Englisch und die Zusammenfassung auf Spanisch und Französisch. Gut, herzlichen Dank. Ich weiß nicht, gibt es hier Fragen? Ja, dann vielen Dank an euch und auch vielen Dank an Kirsten aus Kiel. Es gibt eine Frage auf Twitter von Frank, die lautet, könnt ihr euch vorstellen, die DFA für die aktuelle Abentwicklung des BMG-RKI durchzuführen, wenn man euch fragen würde? Naja, der Punkt ist so ein bisschen, als Kontext muss man vielleicht erklären, wir sind eher skeptisch über den eigentlichen Nutzen dieser ganzen App. Das, was wir hier machen, ist tatsächlich Schadensbegrenzung. Also in dem Sinne würden wir ja, wenn wir das jetzt mit fliegenden Fahnen und detailliert und so weiter machen, würden wir diesem ganzen, die App ist die Lösung und so weiter, achtet nicht auf Masken, achtet nicht auf, ne, wir wollen sofort ein Exit-Szenario und so weiter, diese ganzen Geschichten, würden wir dem natürlich so ein bisschen auch Zulauf oder eine Unterstützung geben. In dem Sinne weiß ich nicht, wie ihr das seht, aber ich wäre dem wahrscheinlich nicht so richtig zugeneigt. Ich bin gern dabei, die Gemachte da zu kritisieren, aber aus diesem Hintergrund her wäre das wahrscheinlich so ein, mich wäre interessiert daran, die mehr zu sehen als zu machen. Oder Kirsten. Ja, ich sag gerne noch was dazu. Also grundsätzlich ist es ja so, dass die Datenschutzfolgenabschätzung sowieso gemacht werden muss, und zwar von der verantwortlichen Stelle.
Das ist immer die Stelle, die die Mittel und Zwecke bestimmt der Verarbeitung. Das ist jetzt hier ein bisschen unklar. In unserem Fall sind wir davon ausgegangen, dass die Oberhoheit über diese Datenverarbeitung und die Art und Weise, wie da mit den Daten umgegangen wird, tatsächlich vom Robert-Koch-Institut ausgeht. Aber tatsächlich ist es eine faktische Bestimmung. Und diese Stelle, es könnten dann theoretisch auch Anbieter sein oder Serverbetreiber, je nachdem, wie sich das dann in der Praxis tatsächlich ausmändelt, die wäre dann verantwortlich, so eine DSFA durchzuführen und bei einem hohen Risiko auch den zuständigen Datenschutzbeauftragten mit einzubeziehen. Sie muss das nicht veröffentlichen, aber wie Rainer schon sagte, das ist eigentlich geboten, bei so einem Verfahren, das die Öffentlichkeit betrifft, auch zumindest Teile zu veröffentlichen, um auch Vertrauen herzustellen. Also die Antwort ist letztlich, wir stehen natürlich mit unserem Wissen und unserer Erfahrung in dem Bereich bereit, aber durchführen selbst können wir die nicht. Was wir aber natürlich können, ist andere Stellen, die auch solche DSFA prüfen müssen, zum Beispiel begleiten, beraten und unser Feedback dazu geben. Aber grundsätzlich sind wir eben der Auffassung, dass so eine DSFA in die Öffentlichkeit gehört, jedenfalls wenn es so eine grundlegende Sache wie so eine Corona-App betrifft. Das muss nicht die vollständige DSFA sein, das können die Teile sein, die auch in der Öffentlichkeit, also die Sicherheit der Verarbeitung nicht gefährden. Diese Teile, die sollten auch geprüft werden, aber vielleicht von dritten vertrauenswürdigen Stellen. Deswegen kommt natürlich eine Zertifizierung für solche Anwendungen auch in Betracht, weil dann eine dritte Stelle stellvertretend für die Öffentlichkeit die Sicherheit und die Datenschutzkonformität so einer Anwendung überprüft. So, ja, dann vielen, vielen Dank an euch. Super, dass es geklappt hat. Der nächste Vortrag folgt sogleich.